Ich weiß überhaupt nicht, was ich von dem jungen Mädchen neben mir halten soll, aber irgendwie ist sie nett. Jedenfalls bringt sie mich erstmal nach drinnen und schon werden meine Füße wieder ein wenig sicherer. Nioko war ihr Name und sie redet mich die ganze Zeit erst einmal von diesem Schiff zu. Und ich glaube, es gibt Informationen, die ich überhaupt nicht haben will. Wusstest du, dass man gar nicht genug Rettungsboote auf das Schiff gebracht hat? Immerhin ist die Titanic ja unsinkbar und aus dem Grunde meinte man wohl, dass man gar nicht mehr genug Rettungsboote bauen muss. Aber es sind genug. Also, es sind gerade so viele wie vorgeschrieben. Ich denke, die Leute wissen, was sie tun. Erklärt sie mir gerade und ich würde am liebsten die Ohren zuschalten. Sowas muss ich doch nun wirklich nicht wissen. Ich will überhaupt nicht wissen, ob es hier genug Rettungsboote gibt oder nicht. Und besonders, wenn ich mir vorstelle, dass das Schiff wirklich noch sinken könnte. Dann sind wir aber mit einem Mal gewaltig arm dran. Darüber macht sich aber überhaupt keiner Gedanken, wie es scheint. Wie kann man sich denn darauf verlassen, dass ein Schiff unsinkbar ist? Seufzend sehe ich das Mädchen neben mir an und stupse sie dann ein wenig. Könnten wir das Thema wechseln? Flüstere ich leise und habe einen Kloß im Hals. Ich möchte wirklich nicht darüber reden oder darüber nachdenken, ob wir sinken könnten oder nicht. Mir ist sowieso schon übel genug. Nioko scheint einen Moment lang zu überlegen und mustert mich etwas. Wie mir scheint, müssen wir wohl unter Deck bleiben, was? Wenn wir rausgehen, dann wird dir nur wieder schwindelig. Bist du immer so schnell seekrank? Ich werde rot um die Nase und muss nicken. Ja, leider schon. Ich hasse Schiffe nun mal. Und wenn es nach mir geht, dann würde ich sowas überhaupt nicht betreten. Leider habe ich in diesem Fall keine andere Wahl. Wir unterhalten uns eine ganze Zeit lang über irgendwas Unbestimmtes, als uns mit einem Mal ein junger Mann entgegenkommt, bei dem sich Nioko irgendwie seltsam verhält. Sie starrt ihn regelrecht an und er hat kein Problem damit, ihren Blicken standzuhalten. Ein Schmunzeln huscht über seine Lippen, während er an uns vorbeieilt und dann in einer der Kabinen verschwindet. Ich sehe Nioko an und lege etwas den Kopf schief. Kennt ihr euch? Sie schüttelt den Kopf und wirkt ein bisschen bedrückt. Aber dann merkt sie sich dann die Nummer der Kabine, was man ihr direkt anmerkt, und schmunzelt ein wenig. Nioko zuckt mit den Schultern und ich habe keine Ahnung, was sie und ich jetzt zusammen machen sollen. Aber ich will auch nicht alleine sein. Wenn ich alleine bin, mache ich mir nur zu viele Gedanken über das alles hier und das will ich nicht. Ich will mir nicht darüber den Kopf zerbrechen, dass ich auf einem Schiff stehe, das jederzeit im Ozean versinken könnte und das nicht einmal genug Rettungsboote hat. Doch Nioko scheint neugierig zu sein und mustert mich. Weißt du, im Grunde mag ich die Mädels aus der ersten Klasse nicht so wirklich, aber du scheinst ganz nett zu sein. Darf ich dich fragen, warum du überhaupt hier bist? Was willst du in Amerika und wer bist du überhaupt? Ich weiß eigentlich gar nichts über dich. Klar, es geht mich auch nichts an, aber ich werde schon gerne wissen, wen ich vor mir habe. Ich muss ein wenig schmunzeln und stelle mich erst einmal mit vollem Namen vor. Dann kratze ich mich an der Wange und fange etwas von mir zu erzählen. Mein Vater hatte früher mal eine Textilfabrik, aber seitdem die Inder das alles sehr viel billiger herstellen, ging alles den Bach runter. Mein Vater wollte da nicht mitspielen und irgendwelchen kleinen Kindern für ihre Arbeit einen Hungerlohn bezahlen. Das hat uns alles an den Rand des Ruins gebracht. Und jetzt verdient mein Vater sein Geld mit einem kleinen Rennstall. Nur dummerweise bringt der auch nicht sonderlich viel ein. Jedenfalls nicht so viel, wie wir brauchen würden. Und jetzt muss mein Vater wegen eines Geldgebers nach Amerika. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich Nioko so viel erzähle. Aber ich bin mir sicher, dass sie mit niemandem darüber reden würde. Nioko nickt ein wenig und seufzt dann. Schon dumm, wenn man zur ersten Klasse gehört. Irgendwie muss man dann immer jedem noch so dummen Klischee entsprechen. Und mit jeder Welle mitgehen, damit man auch ja noch ein paar Tausender mehr verdient. Ich glaube, das würde ich nie verstehen. Mit diesen Worten wird das Mädchen neben mir mit einem Mal zu meiner besten Freundin. Noch nie habe ich jemanden aus meiner Klasse gefunden, der meine Meinung teilt. Aber hin und wieder findet man eben doch jemanden. Und darüber bin ich verdammt froh. Endlich ein Mensch, mit dem ich reden kann. Und dabei habe ich das Mädchen am Anfang für eine von diesen reichen, versnobten Ziegen gehalten, die ihre Nase so weit oben tragen, dass sie im Hinterkopf angewachsen sein müsste. Ich werde nie verstehen, warum man immer in den neuesten Kleidern herumlaufen muss oder die teuersten Brillanten um den Hals hängen haben muss. Irgendwie kann ich Jen verstehen und sie ist mir wirklich sympathisch. Das mit ihrem Vater kann ich verstehen und ich hoffe wirklich, dass er das Geld bewilligt bekommt.
Irgendwie bringe ich Jen dazu, dass wir uns am Abend noch einmal treffen, aber dann mache ich mich doch lieber erst einmal wieder alleine auf den Weg. Sie wollte ihren Vater suchen gehen und am Abend werden wir sich dann wohl auch unsere Eltern kennenlernen, wenn wir uns beim Dinner wiedersehen. Ich möchte mir aber noch ein wenig das Schiff ansehen und das allein, denn ich fürchte, dass Jen draußen irgendwann wieder zusammenbrechen würde, so wie ich sie kenne. Wenn man nach 5 Minuten Gespräch überhaupt schon von kennen sprechen kann. Mit einem leisen Seufzen laufe ich durch die Gänge und komme in den etwas weiter hinten gelegenen Teil des Schiffes. Die Damen, die hier herumlaufen, sind längst nicht mehr so vornehm gekleidet und auch das Schiff an sich ist längst nicht mehr so nobel und pompös, obwohl mir das alles hier an Prunk auch gereicht hätte. Offensichtlich bin ich wohl in der 2. Klasse gelandet und sofort habe ich das Gefühl, freier atmen zu können. Die Leute beachten einen kaum, außer ein paar wenige, die mich genau mustern, als wüssten sie sofort, wer ich bin und wo ich herkomme. Das ist mir ein wenig unangenehm und ich weiß nicht, was ich machen soll. In der 2. Klasse fühle ich mich wirklich sehr viel besser als in der 1., aber trotzdem ist das nicht meine Welt. Neugierig laufe ich ein paar Treppenstufen nach unten und langsam, aber sicher werden die Gänge immer trister und von dem ganzen Glanz und Glitzer ist auf einmal nichts mehr zu sehen. Nur noch der nötige Teppichboden und ansonsten ist da überhaupt nichts mehr. Alles wirkt langweilig und ich fürchte, dass alles, was sie in Gold und Prunk in der 1. Klasse verarbeitet haben, hier unten irgendwie vergessen wurde. Die Menschen, die mir entgegenkommen, sehen irgendwie alle etwas dreckig aus, aber genauso fühle ich mich wohl. Sie sind offen und sehen mich trotzdem ein wenig misstrauisch an. Ein junger Mann läuft um mich herum und scheint etwas in Hektik zu sein. Er hat nicht einmal ein Hemd an und ist von oben bis unten schwarz und schmutzig. Was hat der denn bitte gemacht? David, wo willst du hin? Komm sofort zurück! Höre ich eine Stimme hinter ihm herbrüllen und auch wenn ich ihn auf mich zukommen sehe, weiche ich ihm irgendwie nicht aus. Mit einem Mal knallt es schon und ich liege lang auf dem Boden und er direkt über mir. Blonde Haare fallen ihm ins Gesicht, das leicht gerötet ist, aber auch dreckig und verschmiert. Er scheint noch sehr jung zu sein und irgendwie ist er extrem niedlich. Vollkommen anders als dieser Uschia, aber seine blauen Augen haben irgendwie etwas Schönes an sich. Entschuldige, nuschelt er leise und rappelt sich dann wieder auf. Oh Gott, dein schönes Kleid, das war doch bestimmt teuer. Ich kann's dir ersetzen. Weiter kommt er nicht, denn da wird er schon unterbrochen. David, du gehst sofort wieder an die Arbeit. Der wütend aussehende Mann hinter ihm mustert mich ein wenig und erblasst. Er verneigt sich vor mir und sieht mich peinlich berührt an. Verzeihung, Madame, dieser Bursche wird das Kleid natürlich bezahlen. Es tut mir wirklich sehr leid. Los, David, entschuldige dich, faucht er den jungen Mann neben sich an, der nicht im geringsten daran zu denken scheint, sich zu verneigen oder sowas. Irgendwie finde ich das niedlich und aus dem Grund winke ich ab. Schon gut. Ich denke, David und ich werden das schon alleine hinbekommen. Wir werden schon herausfinden, wie wir das wieder hinbiegen können. Aber sie müssen doch bestimmt arbeiten, oder? Er nickt und verschwindet, während David stehen bleibt und wohl keine Ahnung hat, was er machen soll. Ich sehe ihn an und grinse ein wenig. Wir treffen uns heute Abend hier. Und dann wirst du mich herumführen, okay? Nach dem Essen. David nickt und sieht mir ein wenig perplex nach, das spüre ich. Aber ich muss nur grinsen und laufe weiter durch das Schiff. So werde ich vielleicht mal endlich in die 3. Klasse kommen und mich dort umsehen können. Und bin dabei nicht mal alleine. Unruhig sitze ich auf meinem Platz und spiele noch immer mit den Zahnstochern. Als wenn ich mir von dem Kerl was sagen lassen würde. Da muss der schon früher aufstehen, um mich dazu zu bringen, dass ich mich von ihm ins Boxhorn jagen lasse. Leise schnaube ich und zucke zusammen, als mit einem Mal ein Glas vor mir abgestellt wird. Ich sehe perplex hoch und mein Blick trifft den etwas genervten Blick des Typens, der mich eben noch so komisch angesprochen hat. Ich lege den Kopf schief und er seufzt. Mein Gott, Junge, das ist sowas wie ein Friedensangebot, okay? Entweder du nimmst es an oder du lässt es sein. Das ist dann wohl seine Art, sich zu entschuldigen für sein unmögliches Verhalten. Da ich niemand bin, der lange nachtragend ist, nehme ich das Glas und lächle ein wenig. Dankeschön, flüstere ich leise und nehme einen Schluck. Und kurz darauf spucke ich es auch schon beinahe wieder aus. Entsetzt sehe ich den jungen Mann an und der grinst frech. Was denn? Kannst du etwa keinen Alkohol ab? Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll und stelle das Glas ganz weit weg von mir. Panisch wische ich mir über den Mund und suche erst einmal meinen Herrn, ob der irgendwas davon mitbekommen hat. Aber der ist zuerst so sehr mit seinen Freunden beschäftigt, dass er nichts bemerkt. Gott sei Dank. Und ich sehe Uta Kata vor mir an. Hör mal, du kannst mir doch keinen Alkohol geben, du Idiot! Fauche ich ihn an und am liebsten würde ich ihm den Rest ins Gesicht kippen.
Weißt du überhaupt, was das für Konsequenzen für mich haben kann? Wenn ich nach Alkohol rieche, dann schmeißen die mich raus. Na und? Dann suchst du dir eben einen anderen reichen Typen, den du den Hintern abwischen kannst. Was ist denn daran so schlimm? Meint Uta Kater ruhig und ich merke, wie mir die Tränen in die Augen schießen. Wütend sehe ich ihn an und stehe dann einfach auf. Du hast doch keine Ahnung, du Mistkerl, flüstere ich leise und laufe dann einfach weg. Ich weiß, dass mein Herr auch alleine klarkommen wird und ich will diesem Kerl nicht mehr in die Augen sehen müssen. Mir wird schlecht, wenn ich ihn noch länger ertragen muss. Ich merke nicht einmal, dass er mir hinterherläuft. Und als ich draußen bin, wische ich mir die ersten Tränen weg, die sich ihren Weg über meine Wangen gesucht haben. Erst dort bemerke ich, dass Uta Kater direkt hinter mir ist, weil er nach meiner Hand greift und mich energisch zu sich dreht. Hör mal, Kleiner, ich konnte doch nicht ahnen, dass dich das so hart treffen würde. Du kennst mich nicht, fauche ich ihn wütend an. Du hast keine Ahnung, wer ich bin oder wie ich gelebt habe, also warne ich dich. Erlaube dir kein Urteil über mich, nur weil du vielleicht schlechte Erfahrungen mit Jungen wie mir gemacht hast. Ich kann ja überhaupt nichts für, also lass mich bloß in Ruhe. Mit Typen wie dir, die jeden über einen Kamm scheren, will ich überhaupt nichts zu tun haben. Ich drehe mich weg, denn ich will nicht weiter mit ihm reden. Er geht mir einfach auf den Wecker. Ich kann ihn absolut nicht leiden. Und am liebsten würde ich ihn über Bord werfen. Mein Gott, wie gern werde ich den los. Doch er scheint überhaupt nicht der Meinung zu sein, sich so schnell abwimmeln zu lassen. Denn ich spüre, wie er seine Hand auf meine Schulter legt und mich zu sich dreht. Ich weiß, dass ich Ärger gemacht habe. Ich wollte dich aus der Reserve locken und du hast ja auch ganz gut darauf reagiert. Ich wusste doch nicht, dass du wirklich so dermaßen wütend werden würdest. Geschweige denn, dass ich gewusst habe, wie schnell du an die Decke gehst. Mann, konnte ich doch nicht ahnen. Er blinzelt ein wenig und sieht mir in die Augen. Hast du geweint? Flüstert er leise und ich schub's ihn weg. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Das geht dich alles überhaupt nichts an. Lass mich in Frieden. Und jetzt geh wieder. Musst du nicht arbeiten? Uta Kater sieht mich an und bleibt noch einen Moment hinter mir stehen. Dann greift er für einen kurzen Moment nach meiner Hand und flüstert leise. Das habe ich nicht gewollt. Und ich werde dich nicht in Ruhe lassen, Süßer. Er streicht mit dem Daumen über meinen Handrücken und lässt mich dann stehen. Er lässt mich stehen mit einem seltsamen Gefühl im Bauch, klopfendem Herzen und einer Stimme im Kopf, die sagt, dass er ein riesengroßes Arschloch ist.